So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4, 2. Wir machen die neue Geschichte und zwar Tides of Fate. Okay, wir hauen uns gleich rein, wie man sieht. Auch hier alles schon fertig. Schauen wir ganz kurz. Das wird ziemlich heftig. Das sind ziemlich heftige Karten, wie man sieht. Man sieht es oben an den Sternen, wird immer böser. Okay, gut, wir machen es trotzdem auf normal. Und viel Spaß mit der Cutscene. Nach dem Ladebildschirm. Na komm. Moriryo 10 Kakoku no uchi 5 Kakoku o Oda no mono to suru. Sore ga waboku no jouken da. Sonna jouken ni sunao ni oujiru to demo. Kyou de nani ka okita no dewa? Anata tachi o hitojitsu to sureba もう少し譲歩してもらえるでしょうか。捕らえるならば捕らえる。だがこの者は俺の従者。捕らえても殺しても何の益にもならんぞ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かえる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。三成、俺をかばってくれたことは嬉しい。だが無茶をするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。天正10年、天下人織田信長は京の本能寺にて家臣明智光秀に討たれた。信長家臣羽柴秀吉は主君の仇討ちを果たすべく毛利攻めを切り上げ、中国地方からの大返しを敢行。石田三成、大谷義次ら若き子飼いの働きもあり、光秀の予想を上回る速さで畿内に帰還した。対する明智軍は決戦の地山崎に着陣するや、用地天王山に陣取った羽柴軍を奇襲、山を奪取する。羽柴軍は地理的優位を失った。この苦境を覆せるかは義次ら若い力にかかっていた。盟友の将、山崎の戦い。So, die so gesagte Hausmeister-Quest mache ich jetzt da. Gut. Natürlich nehmen wir den Hausmeister mit. So, und den Rest haben wir eigentlich schon alle gesehen. In unserem Let's Play. Nehmen wir sie mit. Vielleicht kann ich sie noch brauchen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir sie noch skillen können. Ja. Yep. Dann nehme ich alles gerne mit. So, sonst war es das. Okay, gut. Kann ich den Hausmeister noch skillen? Ja, den habe ich fast überhaupt nicht skillt. Das ist unglaublich. Okay, das war's auch hier. Okay, passt. Naja, dann let the battle begin. Und so wie immer, die Karte. Steig runter. Und du auch. So, geht schon, geh mal an. Achso, da ist ja gar keiner. Der Hausmeister. Schaut euch das an, wie er aufräumt. Ich mag den Charakter nicht. Trotzdem zeige ich ihn euch, natürlich. Sonst wäre es ja kein Let's Play.
引きつけて慎重に進め。So, okay, das zeigt man nur an, dass er da irgendwas aufgemacht hat, aber... So, her mit deinem Item. Da oben, okay. Sehr gerne, nehme ich sehr gerne mit. Ah, da auch drüben muss ich hin, okay, okay. Da rauchen wir nochmal durch. So, und geht schon, mit der Nene. Komm, gib Gas. Ja, die ist auch noch nicht so hoch. Die müssen wir noch raufbringen. Nämlich die letzte Geschichte. Ich spoilere euch jetzt. Wer es nicht hören will, der soll abdrehen. Nein, nein. Die letzte Geschichte, da geht es nur um Frauen. Das habe ich eh schon irgendwann einmal gesagt in irgendeinem anderen Part. Braucht man nur Frauen? Also man spielt halt nur mit Frauen. Und das würde mir halt ein bisschen taugen, wenn ich die Frauen natürlich dann auch noch darauf kriege ein bisschen. Für die letzte Mission halt, also für die letzte Quest. Mal schauen, ob ich wann ich die spiele, vielleicht hebe ich mir die wirklich auf bis zum Schluss. Nämlich, Frauen kommen ja prinzipiell vor, eigentlich in jeder Geschichte, egal welche. Und... in der letzten Quest, wie gesagt, nur Frauen, keine Männer, die man da spielen kann. Ich habe keine Ahnung, wohin ich muss. Ich switch einfach mal. Und das wird mir schon mal helfen, wenn ich meine Mädchen da irgendwie raufkriege. Sie ist ja überhaupt wohl lässig. So, gibt's da keinen Fahnenschwenker, sag mal? Ehrlich, gibt's da keinen? So, Moment. Ich hüpfe da mal ganz kurz. So, die normale Ultimate mit den Typen. Da wirft er mit seinen Swiffer-Dingern den Staubmagnet. Das tut mir leid. Also ich weiß nicht, wenn ihr wirklich den Charakter mögt, dann tut's mir leid, aber erinnert mich wirklich so. Dass dieses Ding, was er in der Hand haltet, schaut doch wirklich aus wie ein Wischmopp, finde ich. So, kommt her, meine lieben Kinder. So, jetzt geht's ab. Auf geht's. Aber sie ist cool. Sie hat's voll drauf. So, 2 von 3, einer hat überlebt. Ja, man kann nicht alle umbringen. Da ist er. Jetzt ist er down. So, 3 von 3, sehr gut. So, alles mitnehmen, schön brav. Sehr gut. Und wieder aufpellen, ne? Ist eh klar. Das schaut doch aus wirklich wie ein Wischmob. Das wie heißt das? Das flattert auch so im Wind. Ich finde schon. Also es tut mir unglaublich leid. Wenn ihr den Charakter wirklich mögt. So, wir hauen uns da ganz kurz nach vorne. Schauen, dass wir alle drei da auf einem Fleck zusammenkriegen. Und dann machen wir die Super Ultimate von ihm. Achso, die ist noch gar nicht voll. Okay, Moment. Und geht schon. Wie war denn die Super Ultimate? Ich glaube, man muss da ziemlich nahe an diesen Typen stehen und alle, genau, macht er dann so einen Radius und alle drei macht er dann kaputt. Sehr gut. So. So, wohin? Da kam ich noch nicht durch, okay. Ah doch, jetzt komme ich durch. Wir haben noch geredet, ja. Wir haben verhandelt, du musst die Tür aufmachen, sonst kommen ja meine Leute nicht weiter, um dir in den Arsch zu treten. So, nochmal die normale Ultimate, so schaut sie halt aus. Zwei Totems, sehr geil. Ja, ich brauche eh ganz viele. So, die treten wir auch mal in den Arsch.
Finisher. Wieder zurück. Bis deppert, ganz runter. Okay. Machen wir mal Pferd. Achso, das Pferd kann ich da nicht rufen. Schade. Ja, ich bin ja schon... Ja, jetzt ist rechts auch offen. Die wollen mich doch nur verarschen, oder? So, es wäre cool, wenn du da rechts gehen würdest, hä? Und dir die Typen da hinten schnappen würdest. Wie mich das anfuckt. Wie der immer hin und her läuft, dieser Barackentyp, Alter. So, her damit. Einmal da durch. Ach, seid ihr hinter mir? Tatsächlich? Da können wir schon mal die Super Ultimate raushauen, oder? Geht schon, mach. Das überlebt keiner. So, alle weg. Einmal Gold, einmal rotes Totem. Noch irgendwo was muss das sein. Jawohl. Hier noch was und hier noch was. So, wir gehen allerdings hier weiter. Nämlich da wartet noch einer auf mich. Ja. Ich komme dann schon. Ich hol mir noch den Typen da drüben. Den möchte ich auch haben. Der überlebt das. Das ist unglaublich. So, Dankeschön. Ja, geht's weg da von mir. So, wir machen gleich Charakter-Switch. Gleich und zwar jetzt. So, und ab geht's. Wirf mit deinen Staubmagnetfängern. Geht schon, komm. Jawohl. Sehr brav. Das sind vier Leute, die ich da anscheinend töten muss. So. Einmal ihn. Mal ganz kurz da aufskillen. Soweit es mir möglich geht. Das haben wir ja gern. Bisschen Erfahrungspunkte, das ist auch gut. So, bin schon bei dir. So. Schieß mit deinen. Schon alle wissen da. Jawohl. Na, ein bisschen was. Kommst doch gegen einen Rockstar an, ha? Hast den seinen. Wie heißt das? Seine Mondmobil hast nicht aufgeräumt, deswegen geht auf dich los. Ein bisschen Schmäß da reinbringen. Auch wenn sie nicht wahrscheinlich so gut sind. Aber trotzdem. Das passt schon. So, skill dich auf, Baby. Jawohl. So, wohin muss ich denn? Kann ich schon zum Boss? Nein, schade. Hat eh keine Chance gegen mich, der Mausibär. So, das nehmen wir uns mit. Zack. Dankeschön. So, die vier da, ja, ich weiß eh. Da gehe ich aber lieber mit ihr hin. Ah, schade. Ah, der läuft der dort auch da drauf? Das wäre gut. Nein, der bleibt da unten stehen. Achso, das ist nur ein Baracken. Typ. So, Momento. Da. Gib ihr. Na, kommt's. Ist er down? Ich glaube schon, oder? Ganz kurz aufskillen da. Da können wir schon mal die Super Ultimate raushauen, warum auch nicht. Sind ja zwei davon. So, das war's.
Das nehme ich mir sehr gern mit, das Totem. Was haben wir da hinten liegen? Ein gelbes Totem, das nehmen wir uns auch sehr gerne mit. So, Charakter-Switch. Dann machen wir mal auch die Super Ultimate, den dritten glaube ich habe ich nicht da drunter jetzt. Na, nur zwei, passt schon. Damit kann ich auch leben. So, skill dich auf. Da ist er schon. Batz, 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 batz. Sehr gut. 5 von 5. Alle weg. Das nehme ich mal gern mit. Oh, da hinten liegen auch zwei. Na dann, her damit. Dankeschön. Oh, die sind einfach da auftaucht. Habt ihr es gesehen? So, da haben wir einen Tausender. Und wir können rauf. Geht schon, gehen wir. So, die nehmen alle mit. Also, ich gehe in die falsche Richtung. So, ich gehe noch immer in die... Ja gut, lassen wir ihn halt drauf gehen da. Das nehmen wir uns auch mit. Zack. Neue Waffe. Wo bist denn jetzt? Da ist er. Er kommt geradewegs auf mich zu. Na dann, auf geht's, ab geht's. Und das war's mit der ersten Map. Final Schlag mit unserem Hausmeister gemacht. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. So, ja, 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 bla, 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 bla. Unglaublich, was die alles miteinander reden. Allein nur die Cutscenes sind so lang. Das ist unglaublich. Das ist jetzt Part 31. Das ist unglaublich. Victory, da fliegt das Konfetti. Wahnsinn. So, erste Map erfolgreich abgeschlossen hier. Na, sie will nicht steigen. Ich habe keine Ahnung. Unglaublich. So, danke schön für die ganzen Waffen. Danke für die ganzen Totems. Viel Spaß mit der Endcut-Szene hier. これで天下人は秀吉様に決まった。なぜそう言い切れる。正則でもあるまいし、一から説明せねばならないか。秀吉様は光秀を討ったことで主君の仇討ちを果たした。織田家中で逆らえる者はもうおるまい。柴田勝家はどうだ。織田の筆頭家老が黙ってはいまい。そして 前田利家の動き次第で流れは変わるぞ。秀吉様と利家殿は共。懐柔すれば勝家も打てる。刺せば天下に秀吉様に抗する者はいなくなる。織田信長第一の盟友徳川家康がいる。秀吉様の拡大を許すとは思えぬが、家康は確かに戦上手だが、孤立させれば必ず勝てる。刺せば 残りの大名など物の数ではない。四国、中国、九州、関東、欧州、全てを相手に戦い勝つというのか。その頃には秀吉様の力は今の何倍にもなっている。地方大名など敵ではないはずだ。義継、お前は秀吉様のよう望んでいないのか。そうではない。 お前は頭がいい。だから先走りすぎる。結論をすぐに導き出す。不測の事態とは結論の前、過程で必ず起きるものだ。理想と現実は違うぞ、三成。そのことをよく頭に入れておけ。まるで俺の保護者だな。ご忠告感謝しておく。
So, das war's mal mit der ersten Map. In der nächsten gibt's die zweite Map. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.